Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute gucken wir uns WhatsApp-Fails an. Ich sollte auf Folge 14 reagieren und das tun wir auch. Ja, da hat der Vollidioten-Club wieder Wandertag. Und damit herzlich willkommen hier heute, meine lieben Freunde. Ja, denke ich mir, das sagen die Leute bei mir auch immer, wenn ich draußen unterwegs bin. Oh, oh, Vollidioten-Club hat wieder Wandertag. Sag ich, ja, ich habe heute Wandertag. Zu dem ersten Video aus meinem neuen Aufnahmezimmer in Hamburg. Ja, danke. Im Ernst? Meine lieben Freunde, wir haben uns hier heute versammelt, denn ich habe seit Monaten schon keinen neuen Teil mehr meiner Serie WhatsApp Fails mit Luca hochgeladen. Was machen die Hersteller von Desinfektionsmitteln gerade? Was? Sie reiben sich die Hände. Boah, ist ja schlecht. Könnt ihr mir vielleicht mit dem Bohrer in den Kopf bohren? 12 seconds later. Das kenne ich aber, ohne Scheiß. Wir haben hier bei uns in dem Haus, ich weiß nicht, wer das ist, das muss irgendwo hier oben sein, über mir, der bohrt hier fast jeden Tag. Also irgendwie entweder bohrt oder der arbeitet mit einem Hammer, der macht irgendwas, ne, irgendwas, aber das jeden Tag. Also ich wollte schon mal hochgehen und fragen, ja, habt ihr irgendwie, keine Ahnung, Hobbykeller in der Wohnung oder was? Der Hobbykeller gehört nach unten und nie in die Wohnung. Nö, 19.36 Uhr. An einem Freitagabend, da kann man ruhig mal ein bisschen was in die Wand drücken, ne? Warum laufen Nasen, während Füße riechen, Mama? Ja, das ist so ein richtige... Sprachenlernen, Bubble. Das sind so typische Mütternachrichten auf WhatsApp. Die können einfach nur von Mamas kommen. Und genau das ist auch beim nächsten WhatsApp-Fail der Fall. Hier schreibt eine Person nämlich, fahre in 10 Minuten zu Max. Dann schreibt er, 13 Minuten später, okay, das ist dann so zeitmanagementmäßig, wie das auch bei mir vorhanden ist. 13 okay, Minuten später. Okay, komm, das geht doch. 13 Minuten später, bei mir ist es immer so, jo, ich fahre jetzt los und da stehe ich gerade erst auf. So, ne? Wenn man sich mit jemandem trifft, jo, ich fahre gerade los, bin gleich da. So, und bin ich erstmal in der Dusche und gucke einen Film an, ne? Guck hier die ganzen alle Filme von Herr der Ringe an und dann mach ich erst los, ne? Also 13 Minuten später geht ja noch. Später schreibt er auf jeden Fall, bin jetzt weg, bis später, und die Mutter fragt dann eine Minute später, wohin? Nee, Mama, ja, wahrscheinlich war es meine Mutter. Typisch Eltern. Auch sowas wie, was machst du gerade? Mama. Atmen. Privatsphäre. Auch jetzt beim nächsten WhatsApp-Fail haben wir wieder eine typische Mama-Nachricht am Start, und zwar fragt sie, bist du wach? Nee. Nee, Mama. Nee. Was soll ich denn schreiben, wenn ich boah, das finde ich aber am allerschlimmsten, ne? Wenn die Eltern damals reingekommen sind. Ah, bist du schon wach? Ja, jetzt bin ich wach. Danke dafür. Ich wollte gerade noch 30 Stunden schlafen. Ne, das ist das Schlimmste überhaupt, ne? Wenn die Eltern fragen, ob man wach ist, am besten irgendwie 2 Uhr morgens, und dann denkt man sich, jo, alles klar, lass mich doch jetzt einfach schlafen. Es ist erst 2 Uhr, ne? Das ist mitten in der Nacht. Bist schon wach. Ja, jetzt schon, danke. Schreibe ja, dann weißt du, ich bin wach, aber wenn ich nee schreibe, dann bin ich doch auch wach, weil ich ja schreibe. Meine Website. Selbst gebaut. Mit Jimdo. Kostenlos und mit Gewinngarantie. Jimdo. Geil. Der Lehrer meinte heute zu uns, dass wir einfach die Hand heben sollen, wenn wir auf Toilette müssen. Und? Naja, und das hilft? Bruder. Oder Schwester. Hä, wer möchte länger Schule machen? Ah, sie heben die Hand? Ja, ich muss aber auf Toilette. Nee, sie haben jetzt gerade die Hand gehoben, aber ich muss doch auf Toilette, Mann. Oder dieses neue Ding da dazwischen bei diesem Gender, das werde ich nie verstehen. Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Wann bekommst du Digga, ist es euer Ernst? Hier schreibt auf jeden Fall eine Oma an ihr Enkelkind, wann bekommst du Kinder? Das Enkelkind antwortet, hallo Oma, mir geht es auch gut, danke der Nachfrage. Wie geht es dir so? Hast du schon zu Mittag gegessen? Liebe Grüße, Lilly. Ich habe dich etwas gefragt. Ist es bei euch auch so? Nein. Habt ihr schon mal irgendwie so Druck aufgebaut bekommen von Verwandten? Von wegen, yo, wie läuft's denn bei dir in der Liebe? Sollst du da nicht mal vorangehen? Wann kriegst du endlich eine Freundin, Luca? Ja, ich bin Single. Ich glaube, das bleibt erstmal ein paar Jahre so. Weißt du, was gegen den Coronavirus hilft? Was? Sich die Hände mit Pfefferspray einzusprühen. WTF, warum? Weil man sich dann nicht dauernd ins Gesicht fasst. Stimmt eigentlich. Das.
Das ist voll logisch und voll schlau. Das mache ich jetzt ab sofort. Irgendwie dumm, aber halt auch irgendwie nicht. Hey Pia, wie geht's dir? Ich habe einen klasse Witz für dich. Och nee, Mama. Was sagt ein Hai, wenn er einen Surfer sieht? Keine Ahnung. Das ist aber nett serviert, so mit Frühstücksbrettchen. Mann, Mama, der war ja richtig witzig mal wieder. Sowas sagt man sich im Alltag. Das ist gut, dass da gearbeitet wird. Maler will Schluss machen. Alter, willst du reden? Ich will auch Schluss machen. Hä? Dann macht Schluss. Ja, machen wir auch. Was? Was? So, also ich habe mir nur einen E-Mail-Account bei GMX gemacht und wollte fragen, ob du Apfelkuchen Mackig 17 gern sicher findest. Du hast ja Ahnung von. Danke für dein Passwort, Mama. Ja. Herzlich willkommen zu einem WhatsApp-Fail aller. Ich bin eine Mutter und ich habe keine. Das Geile ist, hat damals meine Oma auch immer gemacht. Ich sollte ihr alles einrichten, sollte erstmal 5 Milliarden Mal WhatsApp erklären, wie es überhaupt funktioniert. Ne? Hat sie dann immer noch nicht so ganz hinbekommen, aber sie hat es versucht. Und sie hat mir dann auch immer ihre Passwörter gegeben. Findest du das Passwort sicher, ne? Und das hat sie mir dann auch über WhatsApp oder über eine E-Mail, habe ich sogar damals mal ein Dings bekommen. Eine Frage. Ja, wie findest du das Passwort, ne? Hier oben. Finde ich total sicher. Danke, dass du es der ganzen Welt präsentiert hast. Die freuen sich, ne? Die finden das Passwort bestimmt auch sicher, ne? Ich hätte dann dazu schreiben sollen, ja, ich frage mal kurz die ganzen Leute, die sich in meinen E-Mail-Account gehackt haben, ob die es auch sicher finden. Keine Ahnung von dem, was ich hier gerade mache. Wisst ihr, Eltern, beziehungsweise hauptsächlich Mütter, haben von ganz, ganz vielen Dingen ganz, 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 ganz viel Ahnung. Beispielsweise wirklich sowas wie Wäsche waschen oder so haushaltliche Sachen. So, da frage ich immer meine Mom. Aber bei so ein paar Dingen, da hat sie wirklich komplett versagt. Und auf der Nummer 1 ist Technik. Und auf der Nummer 2? Bitte. Sonst kann meine Mama eigentlich alles. Mama, wenn du das hier siehst, du bist echt Wahnsinn. Digga, stell dir mal vor, ich hätte einen IQ von 300%, hahaha, was ich alles machen könnte, hahaha, Bro. Das wird nicht in Prozent gemessen, hahaha, genau deswegen bin ich auf Hauptschule, hahaha. Ey, es ist doch gut langsam. Leo hat Schluss gemacht. Klär das bitte mit Mama. Wow. Ja. Das wäre auch so die Reaktion von meinem Vater, wenn ich ihm sowas schreiben würde. Papa, ich wünsche mir einen Pony zu Weihnachten. Okay, als wenn, ich liebe dich. Hä, wieso freust du dich so über einen Friseurtermin? Punkt, Punkt, Punkt. Es ist schon vom Niveau her ganz tief. Die nächste WhatsApp wurde von einer Person um 2.54 Uhr abgeschickt und zwar schreibt... Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe den Witz zuerst ja gar nicht verstanden, aber Pony, ne? Macht ja wohl Sinn, ne? Ich muss gerade erstmal überlegen, was die damit meinten. Diese Person, hey Vanessa, den Vater ist ja Taxifahrer, ne? Ja, haha, wieso? Antwortet Vanessa um 9.30 Uhr morgens. Und um 11 Uhr antwortet die Person dann wieder, oh haha, habt ihr das betrunken geschrieben gestern, weil ich mich gefragt habe, ob man Geld zurückbekommt, wenn das Taxi rückwärts fährt. Ja, das ist die dümmste Aussage, die ich je gehört habe. Yo, Thorsten, das Fehlerpasswort der Hölle. Was laberst du? Pi? Fragezeichen? Ja, Pi ist das PW vom WLAN der Hölle. Und das ist lustig, weil Pi ist unendlich lang. Der war okay, ne? Also, Thorsten, du, ich sehe dich nicht jetzt so als Comedian. Mama, irgendwie komme ich mir überflüssig vor. Also, so generell im Leben, nicht... Irgendwie jetzt nur in unserer Familie, der Schule oder dem Fußball. Ja, und da würde ich als Vater sagen, ja, guck mal aus, was du, wie du gezeugt wurdest, ne? Da warst du ja auch flüssig und überflüssig. So, das stimmt, meine Tochter oder mein Sohn, je nachdem, ne? Da hast du recht. Aber du kannst was da draus machen. Verein, ich kann gerade nicht. Ja. Der Elternjob. Morgen dann 2 Körnerbrötchen und ein Croissant. Hab dich lieb. Gute Nacht. Sleep very well in your bed, Gestell. Ich glaube, ich will doch nicht mit dir frühstücken morgen. Das ist ein richtiger Mama-Witz wieder. Sleep very well in your bed, Gestell. Aber kann ja auch kein Mama-Witz sein, weil die Mamis von heute. Ja, gut. Außer natürlich die Mamis, die 14 sind, aber ich rede jetzt von. Die, sag ich mal, älteren Semester sind, die hatten ja alle damals noch Russisch, ne? Ich glaube, der Bilderrahmen ist fest, Peter. Hallöchen, Popöchen, sag sowas nicht
Mama. Guten Tacho, Mama. Na dann, ciao mit V. Ciao. See you later, Crocodile. Warum? Das heißt Alligator, Mama. Ich sage immer, Mama, das sind gar nicht meine Mütter, aber meine Mom könnte genauso was schreiben. Auch eine ganz kurze Side-Story dazu. Meine Mom hat vorgestern mit meiner Schwester telefoniert und ich bin in einer WhatsApp-Gruppe mit ein paar Freunden und auch mit meiner Schwester. Und meine Schwester hat dann einfach eine Mail reingeschickt, die meine Mom an meine Schwester geschickt hat. Und zwar stand dort das drin. Ja, das ist unsere Mom in der Nutshell. Das ist mir wahrlich unangenehm. So. Wenn ich mal überlege, ne? Meine Oma hat das damals ja noch geiler gemacht. Die hat, wir waren damals auch, ich glaube, das ist in jeder Familie irgendwie so, WhatsApp-Gruppe irgendwie so, yo, da schickt man sich Bilder. Und die hat dann von mir irgendwelche Bilder geschickt und manche, das wusste ich gar nicht, dass die Bilder von mir gemacht hat, ne, wo ich dann abends so nach Hause kam. Und wie war das Feiern? Gut. Ja, hat meine Oma dann zu mir gesagt, hier, du sprichst gerade mit der Kaffeemaschine. So, und ich so, oh, okay. Und da hat sie immer Fotos gemacht oder andere Fotos dann und das hat sich dann einfach so in der Gruppe mitgeteilt, weißt du? Da hab ich noch geschrieben, hier soll ich noch ein paar andere einladen, dass die mich sehen oder was, ne? Oder ganz persönliche Sachen hat sie auch ganz gerne immer geteilt, ne? Ich muss dir was sagen. Du wurdest adoptiert. Jetzt kann ich immer sagen, 20 Zentimeter. Was? Ich will sofort meine echten Eltern kennenlernen. Wir sind deine echten Eltern und jetzt mach dich fertig, du wirst in 20 Minuten abgeholt. WTF, ist das eine kranke Wendung der Ereignisse. Kommen wir nun allerdings auch schon zum letzten WhatsApp-Fail fürs heutige Video, meine lieben Freunde. Leider wäre es gewesen, wir sind leider deine echten Eltern. Zwei Frösche sitzen am Teich, da fängt es an zu regnen. Meint der eine, lass uns in den Teich springen, sonst werden wir noch nass. Mama, ich bin 18. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr euch? Den Witz fand ich, gar nicht so schlecht, ne? Vor 3 Jahren, wo es richtig gepisst hat und wir waren an der Elbe grillen, bin ich auch in die Elbe reingegangen, ne? Hab ich so gesagt, komm, dass wir nicht nass werden, gehen wir in die Elbe rein. Ist kein Witz, das haben wir wirklich gemacht. So, als wärt ihr 5? Beziehungsweise ihr fühlt euch so behandelt, als wärt ihr 5? Komm, mach! Sehr schön. Sehr schön. Geil, coole WhatsApp-Fails. Also wenn ich so meine WhatsApp-Fails mit meinen Eltern damals auch oder meine eigenen auch mal mit reinschreiben würde, da könnte ich ein ganzes Format für die nächsten 100 Jahre machen. Mach ich aber nicht, das wollt ihr bestimmt nie, wollt ihr nie erfahren. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, guckt unbedingt das Original an, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, haut rein und tschüss.